Endlich ist sie da, die erste richtige Management-Ausbildung in der IT-Branche. In der Führungskräfteentwicklung werden immer nur Teilaspekte trainiert, wie zum Beispiel Technik oder Controlling oder Mitarbeiterführung. So dauert es aber ewig, bis eine Führungskraft in allen Bereichen geschult ist. Deshalb haben wir jetzt den ersten richtigen Management-Lehrgang entwickelt, der alle Bereiche abdeckt. In Anlehnung an das Balanced Scorecard-Modell werden in unserem Lehrgang alle Bereiche behandelt, angefangen von Finanzen und Strategie, über Mitarbeiterführung und Vertrieb bis hin zu Prozessen und Qualitätsmanagement. Mein Name ist Stefan Auer von der Ascon Business Akademie und wir bieten seit 20 Jahren Lehrgänge und Seminare speziell und exklusiv für die IT-Branche an. In unserem Lehrgang IT-BMP, das heißt IT Business Management Professional, werden die 20 wichtigsten Management-Kompetenzen vermittelt. In 4x2 Tagen, die über ein Jahr verteilt sind, werden Sie mit allen Tools und Methoden vertraut gemacht, die man als angehender Manager in der IT-Branche benötigt. Wenn wir Interesse geweckt haben, dann melden Sie sich jetzt mit dem Button hier links gleich an und sichern Sie sich einen der wenigen freien Plätze. Wenn Sie noch mehr über den Kurs erfahren möchten, bleiben Sie einfach weiter hier im Video. Ich werde jetzt noch ausführlicher die Inhalte erläutern. Ja, nochmal herzlich willkommen zu unserem Management-Lehrgang IT-BMP. IT-BMP steht für IT Business Management Professional, also eine professionelle Management-Ausbildung speziell in der IT-Branche. Die Ausbildung endet auch mit dem Zertifikat IT Management Professional. Der Lehrgang ist in 4 Module unterteilt, die jeweils 2 Tage dauern und die über ein ganzes Jahr hinweg verteilt sind. So können sich die Inhalte bis zum nächsten Modul setzen und werden nicht vom nächsten Stoff gleich überdeckt. Die 4 Module orientieren sich an den 4 Dimensionen der Balanced Scorecard. Diese sind Strategie und Finanzen, Mitarbeiter und Führung, Kunden und Vertrieb, Qualität und Prozesse. Ja, zum Modul 1, Strategie und Leitbild. In diesem Modul machen wir euch mit den Grundlagen der Unternehmensstrategie vertraut und stellen euch die wichtigsten Tools im Bereich der Portfolio- und Geschäftsfeldstrategien vor. Hier sind Stichworte zu nennen wie Boston Consulting Matrix oder Ansoff Geschäftsfeldstrategie. Aber auch Themen wie Leitbildentwicklung, Mission, Vision, Wertedefinition werden in diesem Modul behandelt. Außerdem geben wir Ihnen ein Tool an die Hand, mit dem Sie auch Ihre Unternehmensplanung, Steuerung und Controlling aufbauen können. Ja, beim Stichwort Controlling sind wir auch schon beim nächsten Block, Finanzen und Risikomanagement. In diesem Block lernen Sie, wie man eine BWA und eine Bilanz liest, wie man das Unternehmensrating beeinflusst und wie man mit Banken spricht. Ferner erfahren Sie, welche Kennzahlen wichtig sind, wie sie im Vergleich zu anderen Häusern konkret stehen und wie man sein eigenes Unternehmenscockpit und Kennzahlensystem aufstellt. Hier geht es auch um die Frage, wie man den Wert eines Unternehmens berechnet, welches gute und schlechte Zahlen sind und wie man auch den Unternehmenswert steigert. Darüber hinaus geht es in diesem Modul auch um das Thema Notfallmanagement. Hier geht es um die Frage, welche Risiken für Geschäftsführer und leitende Angestellte bestehen und den sogenannten Plan B, dem Notfallkoffer, also der Frage, was zu tun ist und was vorzubereiten ist, wenn leitende Führungskräfte ungeplant, vorübergehend oder langfristig ausfallen. Im dritten Modul behandeln wir alle Aspekte der modernen Mitarbeiterführung. Zentraler Punkt ist hier das Persönlichkeitsmodell DISC, das zur Einschätzung der Persönlichkeitsstrukturen Ihrer Mitarbeiter einfach unerlässlich ist. Darüber hinaus behandeln wir alle Aspekte der modernen Führung wie Kommunikation, Motivation, Delegation, Change Management, Teambuilding und vieles mehr, eben alles, was man in der heutigen Zeit braucht, um trotz Erpressbarkeit und Fachkräftemangel noch motivierte Mitarbeiter zu haben, von denen man auch Leistung fordern kann. Ja, last but not least beschäftigen wir uns im Modul Kunden mit Themen wie Vertrieb, Qualität, Prozesse, Tools und Projektmanagement. Angefangen vom sogenannten CAP, dem Kundenentwicklungsplan, und dem PEP, dem Produktentwicklungsplan, über Themen wie Vertriebssteuerung, Sales Funnel, Akquisetrichter beleuchten wir alle Themen, die Kundenumsatz und Kundenzufriedenheit steigern. Hierzu gehören auch Fragen zu Tools, Prozessen, Organisation
Erstlösungsquote, Prozessgeschwindigkeit und so weiter. Ja, liebe Zuschauer, wer glaubt, dass Schulung teuer ist, der weiß nicht, was Dummheit kostet. Mit diesem Motto verabschiede ich mich, hoffe, dass ich Sie für dieses wirklich hervorragende Managementprogramm begeistern konnte und freue mich auf Ihre Anmeldung hier links auf dem Button. Wir sehen uns.